Den Wind im Rücken und den Schalk im Nacken. Den Wind im Rücken, weil ich den Ventilator hinter mir habe, der mich anpustet. Davon solltet ihr nichts mitbekommen. Falls doch, war das eine windige Episode. Aber meine Testaufnahme zeigte mir, dass es keine großartigen Sturmgeräusche bei euch gibt. Und ja, hier ist es super heiß, tropisches Wetter. In The Council nicht, wir sind immer noch auf der Insel hier im Herrenhaus. Und ich dachte, bevor wir uns jetzt ins Bett Hold bewegen, on, Elixir. gucken wir uns doch What keeps erstmal you awake? hier ein wenig um. Alles schläft. Wir haben jetzt einiges erlebt. Wir haben Miss Adams gerettet. Und Queer guy. ja, George Washington konnte leider an der Stelle dann nicht ihr Zimmer durchsuchen. Er war auch ein bisschen böse auf uns. Allerdings, was soll ich sagen? Ich hatte nicht allzu viele Optionen. Peru Jacques oder Jacques Peru wollte sie misshandeln. Mindestens misshandeln und das konnte man natürlich nicht zulassen. So, das ist der Talisman, den wir gefunden haben, den Miss Adams verloren hatte, als sie weggerannt ist. Und ich checke jetzt ganz kurz, ob wir noch irgendetwas Neues hinzubekommen haben. Nicht wirklich. Das war das, was wir jetzt gerade aufgenommen haben. Das würde einen Punkt in Etikette geben. Können wir jetzt aber aktuell noch nicht nutzen. Das ist immer erst am Ende eines Kapitels möglich. Okay. Die Frage ist natürlich, wie weit schaue ich mich schon im Herrenhaus um? Wie viel macht das Sinn? That's not the right way. Okay. Und schon beantwortet uns das Spiel diese Frage. Okay, dann bewegen wir uns mal ins Bettchen. Bin mal gespannt, ob wir nochmal eine Vision haben oder dergleichen. Hoffe, es wird niemand geweckt durch unser nächtliches Joggen. Your Eminence, what are you doing here? I was worried about you, my son. How did it go with Miss Adams? Ja, Problem gelöst. Don't worry about that anymore, Your Eminence. I had to step in, but everything's under control. What an adventure, my son. I am relieved to hear it. You acted as a good Christian. In these troubled times, we need more men of your caliber. It's nothing, Your Eminence. I did what I had to do. Well, you did the opposite. Yep. Good. Well, thanks for the news. My son, I have another problem. I wanted to speak to you about something important. Do you still have my letter on you? The one I gave you in the hall? Why do you ask? I have a name to add to it. Ich wusste es. Und ich habe das Siegel nicht gebrochen. Ich hatte das sowieso nicht getan, aber here it is. Dachte mir, dass ich ihn Thank you, irgendwann my mal wieder haben son. will und das herausfindet. Ah, I see that it's still sealed. I was right to put my trust in you, Luis. Give me one second, please. Wenn das nämlich mal nur ein Vorwand war, um zu I sehen, can't ob wir es imagine geöffnet what haben. would have happened if I hadn't added this name to the list. Please be sure to give this letter to Sarah the moment you see her. You can count on it. Have a good night. Seltsamer Kerl. Bin mal gespannt, ob wir uns daran erinnern müssen, wenn wir die Mutter finden sollten und sie noch im Leben sein sollte, wovon ich stark ausgehe. I'm exhausted. Better go to bed. I'll search my room tomorrow. If Mother stayed here right before me, you never know. And Mortimer had better show up. Diese Gemälde. Nur die richtigen Bilder, die man sich nochmal anschauen sollte, kurz vorm Einschlafen. So. Nachtspaziergang. Erfolgreich. Ich habe Lady Adams im kleinen Salon gefunden. Ich habe vor Peru nicht klein beigegeben. Ich habe Lady Adams Talisman gefunden. Ich habe Piaggi seinen Brief gezahlt mit intaktem Siegel. Ohne Erfolg. Ich habe Lady Adams nicht aufgehalten. Ich hätte etwas über die Vergangenheit meiner Mutter herausfinden können. Ich frage mich halt bei diesem erfolgreich ohne Erfolg. Da gab es ja bei der Lady Adams zumindest keinen Mittelweg, aber wer weiß. Alternative Wege. Hätte mit Washington über meine Mutter sprechen können. Hätte mehr über die Männer meiner Vision herausfinden können. Hätte mehr über Pläne erfahren können, die mit mir zu tun haben. Und ich hätte eine bemerkenswerte Begegnung haben können. Verdammt.
Ja, diskutieren wir nicht weiter über die Ergebnisse. Vision yesterday, I saw that Mother had this room before me. I'd better search the room. Who knows? Maybe she left me something behind. Deine nächste Lektüre. Das wäre Deluxe. Wissenschaftssprachen und Belesenheit, jeweils ein Punkt. Etikette oder ein Punkt in Überzeugung. Okay, gucken wir mal. Und überzeugen uns davon, was im Detail bei Überzeugung und bei Etikette es für Vorteile hätte. Der schieren Willenskraft in deiner Einstellung zu überzeugen. Die Etikette, du weißt stets, in welcher gesellschaftlichen Situation welches Verhalten gefragt ist. Auch sehr nützlich für Komplimente und versteckte Beleidigungen. Das könnte witzig werden. Wir skillen Etikette. Können wir noch irgendwas skillen? Übersehen. Aus der Fassung Konzentrationskosten plus 1. Ja, super. Ab ins nächste Kapitel. So. Ich sollte mich zuallererst mal damit befassen, diesen Debuff da wegzubekommen. Alle negativen Effekte auf. Das Bild kenne ich. Und das sind alles bekannte Bilder. Ich bin kein Kunstfan, aber ich weiß Kunst auch zu schätzen, aus meiner laienhaften Perspektive heraus. Ah, wir haben nicht Aufmerksamkeit, Stufe 2. Incredulity of St. Thomas. Why is Caravaggio representing St. Thomas putting his finger in the wound? Thomas looks on, but doesn't touch. Good Frage. Nothing. Ein Erdsternchen. The torture of Ixion. Übel aus. Condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Stell euch das vor, stell euch vor, ihr habt die Begabung, solche Bilder zu malen. Und dann malt ihr sowas. Das ist übel. Ich meine, ihr müsst euch überlegen, wie viel Zeit ein Künstler damit verbringt, so ein Gemälde zu malen. Abgefahren. I haven't even had time to unpack my cases. Inspiration of St. Matthew, or Matthew writing his gospel, dictated to him by voices. Dear Monsieur de Richer, please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us. By the way, enclosed, you will find a key that will enable you to retrieve the personal effects your mother left behind. Okay. Wir haben den Schlüssel, mit dem wir die Sachen öffnen können. Und ich meine, ich hatte doch eine Schatulle gefunden. Hier hatten wir ja noch gar nicht die Möglichkeit, das Zimmer zu durchsuchen. Als wir hier reingekommen sind, kam ja direkt auch die Sequenz.
Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his look. Markings on the floor. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Oh, this bookcase is well stocked. Oh, this book has been put back the wrong way round. A Voyage Around the World, the travel log of the explorer Louis Antoine de Bougainville. Ah, Louis, ein Hinweis. What a coincidence. And I don't believe in coincidences. It's just too much. I don't know what's going on here, but if you felt threatened, I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, Mother? Found it. A faint sign of the order, barely visible. Mother, you undoubtedly must have hidden a clue in this book. Let's see if I can find anything else in this room. Ah, uns fehlt die Aufmerksamkeit. Not far from solving the puzzle, I must keep searching. Ah, halt. Sollte vielleicht nicht träumen. Checken wir ganz kurz nochmal unsere Stats. Wissenschaft, Sprachen, Politik, Überzeugung, Etikette. Ah doch, Aufmerksamkeit. Stufe 0. Quasi. Ich soll trotzdem meine Konzentration mal aufstocken. Ich werde mir jetzt auch mehr Mühe geben und wirklich noch nach mehr Details suchen, denn jetzt nach der letzten... Im letzten Übergangskapitel, das war schon etwas bitter. Viel zu viele alternative Möglichkeiten verpasst. Ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dann sich mehr umzusehen, sich nicht nur strikt daran zu halten, dass man da der Quest folgt. Nothing here. I wouldn't mind a nice strong coffee though. Da ist die Schatulle. There's a circle around the lock here. Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. Das ist ein Zitronenbonbon und ein Tintenfässchen. There's a note. Effects of Sœur de Richer, to be given to her son. Louis, I should probably take it. All right, I've retrieved everything. Bernsteinstücke. Zwei fehlen uns noch, dann wird die maximale Konzentration gesteigert. So, sie hat doch bestimmt noch weitere Hinweise hinterlassen. Auf dem Balkon werde ich jetzt auch nochmal gleich schauen. Und zuallererst prüfe ich, ob es nicht doch noch irgendwo Hinweise gibt, die ich so nicht gesehen habe. Vor allem, es gibt auch Hinweise, die eben nicht durch so einen blauen Punkt angezeigt werden. Okay, gehen wir mal raus. Prächtiger blauer Himmel. Cash.
So, ich schaue sicherheitshalber hier nochmal raus. Vielleicht sehen wir ja zum helllichten Tag ein bisschen mehr. Nö. Nicht wirklich. Here is something will undermine my botanist's appreciation for the local climate. Let's recap. My mother was in this room. I found a rare edition of her favorite book. She must have left something behind. She must have used the writing materials. What if she used lemon juice instead? Ah. Trick used to hide messages. Geheimschrift. Wer hat nicht die Yps-Hefte damals gehabt? Und auch die drei Detektive haben das schon verwendet. The message is illegible. I have to keep searching. Dieses Rätsel lösen wir in der nächsten Episode. Jetzt geht es ans Eingemachte. Wir geben uns weitere Details. Beziehungsweise geben uns jetzt mal richtig auf Detailsuche. Nachdem dir das erste Kapitel ziemlich gut abgeschlossen worden ist, war das zweite Kapitel doch eher durchwachsen. Und ich bin nicht mal aufgestiegen, um nochmal ein bisschen meine Talente weiter zu skillen. Und ja, das soll sich jetzt ändern. Das heißt, wir werden hier noch detaillierter und noch genauer nachschauen. Ich hoffe, ihr seid dabei, denn ich glaube, es wird sich noch sehr interessant weiterentwickeln. Ich finde die Story auf jeden Fall sehr spannend. Und wünsche euch allen noch eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Mittag. Bis zum nächsten Mal.